Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 150 Heiligabend. Wie bin ich in das Bett gekommen? Fragte Draco in den Raum hinein, nachdem er sich am nächsten Morgen gestreckt hatte. Noch immer müde, aber dennoch gut gelaunt, antwortete Susan, während sie sich den Schlaf aus den Augen rieb. Du hast gestern Abend noch mit ein paar der übrigen Gäste Brüderschaft getrunken. Ich vermute... Sie streckte sich ihm entgegen und gab ihm einen Kuss auf die Lippen. Dass du Alkohol einfach nicht so gut verträgst. Ich vertrage Alkohol, rechtfertigte er sich. Das mag sein, aber nach 12 Gläsern Feuerwhisky würde ich auch nicht mehr wissen, wie ich ins Bett gekommen bin. Mit Reue in der Stimme entschuldigte er sich. Es tut mir leid, dass der Abend so... Nein, Draco, keine Sorge. Es war ein schöner Abschluss. Sie gab ihm erneut einen Kuss und strahlte breit. Und außerdem hast du jetzt 12 neue Freunde. An die ich mich leider nicht erinnern kann. Warum habe ich keinen Kater? Er legte eine Hand an seine Stirn, als würde er erwarten, dass jeden Moment der dumpfe Kopfschmerz beginnen müsste. Zaubertrank. War die knappe Antwort gewesen. Sie setzte sich im Bett auf, was wegen ihres runden Bauches eine langwierige Prozedur darstellte, lehnte sich an das Kopfende und fragte. Was hast du gestern eigentlich so lange mit Ron besprochen? Es sah sehr ernst aus. Ach, winkte er ab. Er hat mir nur einiges erzählt, dass der Sponsor von seinem Verein jetzt doch abgesprungen ist. Ich habe einiges Internes erfahren. Machte Susan, die diese Informationen nur zur Kenntnis nahm, denn Quidditch war nicht eines ihrer bevorzugten Gesprächsthemen. Ich könnte jetzt ein Frühstück vertragen. Ich mach eines, sagte Draco, sprang aus dem Bett und zog sich den Morgenmantel über. Er brauchte nicht bis in die Küche zu gehen, denn nachdem er aus dem Schlafzimmer getreten war, fand er ein Tablett vor, welches seine Mutter auf dem Couchtisch im Wohnzimmer abgestellt und mit einem Zauber versehen haben musste, damit der Kaffee heiß und der Saft kalt bleiben würde. Selbst den Tagespropheten hatte sie gefaltet zwischen die Teller gelegt. Mit dem Tablett in der Hand ging er zurück ins Schlafzimmer. Das ging aber schnell, staunte sie verdutzt. Ich kann zaubern schon vergessen, scherzte er. Gleich im Anschluss teilte er ihr seine Vermutung mit. Meine Mutter muss es zubereitet haben. Das ist aber lieb. Sie half ihm mit dem Tablett, damit er wieder ins Bett steigen konnte. Frühstück im Bett. Das hatte ich bisher nur, wenn ich krank war. Das wirst du jetzt öfters haben, wenn du möchtest, versprach er. Während Draco die Getränke einschenkte, nahm sich Susan den Tagespropheten, was Draco aus den Augenwinkeln beobachtete. Als sein Blick auf die Schlagzeile fiel, drehte er seinen Kopf, um sie richtig lesen zu können, und dann zog er erschrocken die Luft ein. Die Schlagzeile lautete: Traumhochzeit bei den Malfoys. Die Überschrift verschwand und wurde ersetzt durch: Mit gutem Beispiel voran. Ein Kloß bildete sich in Dracos Hals, doch den schluckte er hinunter, bevor er aufgebracht zeterte. Was fällt denen ein? Ich lasse nicht zu, dass diese Schmierfinken unsere Hochzeit in den Schmutz ziehen. Jetzt bleib doch mal ganz ruhig, Draco, sagte sie mit besänftigender Stimme, doch er war bereits aus dem Bett gesprungen, um nun erregt auf- und abzulaufen. Lass mich den Artikel erst einmal lesen, ja? Vielleicht ist er ja ganz nett geworden. Er blieb abrupt stehen und blickte sie ungläubig an. Das wäre das erste Mal, dass ein Artikel vom Tagespropheten über die Malfoys nett wäre. Allein schon die Schlagzeile, mit gutem Beispiel voran, regt mich auf.
lass ihn mich lesen. Komm ins Bett und wir frühstücken dabei zusammen. Nur widerwillig kam mir ihre Aufforderung nach. Immer wieder warf er einen Blick zur Seite, wo Susan den Artikel las, doch die Schrift war so klein, dass er kein einziges Wort erkennen konnte. Nachdem sie fertig war, lächelte sie und sagte: Ein schöner Artikel. Weil er sie ungläubig anblickte, versicherte sie ihm: Wirklich? Lies doch selbst. Er las ihn und entgegen seiner Vermutung war der Artikel nicht verletzend, wenn auch in Bezug auf andere Reinblüter sehr kritisch. Die zweite Schlagzeile bezog sich nämlich auf jene Familien, die ihr Blut noch immer auf Biegen und Brechen reinhalten wollten. Durch die Hochzeit mit Susan distanzierte die Familie Malfoy sich von diesen Leuten. Hast du mal gelesen, von wem der Artikel ist? Fragte Susan vorsichtig. Ganz unten stand der Name des Journalisten, in diesem Falle der Journalistin. Draco wusste nicht, ob er es gutheißen sollte, dass Luna Lovegood seine Hochzeit auch für die Erstellung eines Artikels benutzt hatte. Andererseits hatte sie ihn und seine Familie in ein gutes Licht gerückt. Komm, leg den Tagespropheten weg und mach dir keinen Kopf. Morgen wird kein Hahn mehr danach krähen. Sie griff nach der Zeitung und warf sie achtlos hinter das Fußende, bevor sie ihn zu sich zog und ihm einen Kuss stahl. Während Draco und Susan eine kleine Pause während des Frühstücks einlegten, schob Lucius den bereits leeren Teller von sich, um sich die Kaffeetasse heranzuholen. 3 Tassen Kaffee zum Frühstück mussten schon sein. Aber zur letzten Tasse fehlte etwas, das Marie sonst nie vergessen hatte. Kaum hatte er an die Schwester gedacht, da kam sie auch schon ins Zimmer, um das Tablett abzuholen. »Marie, dürfte ich um die Morgenzeitung bitten?« fragte er galant, ohne ihr unter die Nase zu reiben, dass sie heute sehr vergesslich war. Ja«, sagte sie verlegen wirkend. Sie verließ den Raum, um bis auf die eine Tasse das Geschirr wegzubringen, um kurze Zeit später mit dem Tagespropheten zurückzukommen. Sie hatte ihn gefaltet auf den Tisch gelegt, nur um sofort wieder zu verschwinden. Über das Verhalten der Schwester machte er sich keine Gedanken. Er wusste ja, dass sie sich um Miss Parkinson kümmern musste, was in seinen Augen eine grauenvolle und zudem mühselige Arbeit sein musste und womöglich der Grund für Maries flatterhaftes Verhalten war. Gelassen lehnte er sich zurück und warf einen Blick auf die heutige Schlagzeile. Die Schrift und das Bild schienen ihn mit einem Petrificus Totalus verhext zu haben, denn für lange Zeit konnte er ausschließlich seine Augen bewegen. Der Mund stand ihm offen und die Augen waren weit aufgerissen, die immer wieder den Aufmacher überflogen, sowie das Bild, auf welchem ein Bräutigam die Braut küsste, sein Sohn das Halbblut küsste. Das unangenehme Gefühl in seiner Brust ließ langsam nach, als er sich erneut vor Augen hielt, dass niemand ihm für die Taten seines Sohnes das Fell über die Ohren ziehen würde. Trotzdem raste sein Puls, während er den Artikel zu lesen versuchte, was sich als sehr schwer herausstellte, denn in Gedanken stellte er sich bereits Szenarien vor, die sich abspielen könnten, sollte er seinem Sohn in Zukunft einmal leibhaftig gegenüberstehen. Einerseits empfand er Wut, weil Draco nichts von alledem, was er ihm im Laufe der Erziehung an Werten zu vermitteln versucht hatte, zu beherzigen schien. Doch auf der anderen Seite war er erleichtert, dass die Familie Malfoy nicht mit einem unehelichen Kind gestraft worden war. Auf der nächsten Seite fand Lucius einige bewegte Bilder von der Hochzeitsfeier, die ganz im Stil der Malfoys sehr prächtig gewesen sein musste. Den aufkommenden Stolz darüber unterband er, als er sich den grünen Salon betrachtete, der so anders, aber noch immer heimisch wirkte. Beim Anblick einiger der Gäste empfand er großes Bedauern, dass er selbst nicht anwesend gewesen war. Mit einem Male verflog all sein Unmut über die Hochzeit, als sein Blick auf Narzissa fiel.
Seine Gattin wirkte auf einem der Bilder sehr allein und traurig, und er stellte sich vor, wie das Foto zu dem Artikel wohl ausgesehen hätte, wenn er hinter Narzissa gestanden hätte, mit einem Arm um ihre schlanke Hüfte gelegt und mit seinem Mund dicht an ihrem Ohr, um ihr zuzuflüstern, dass ihr Anblick eine wahre Augenweide darstellte. Noch einen Moment lang das Bild von Mrs. Malfoy betrachtend, legte Meredith, die mit den Lehrern am Frühstückstisch saß, den Tagespropheten zur Seite. Sie unterhielt sich mit Gordian aufgeregt darüber, wie schön es gestern gewesen war. Eine graue Posteule brachte Harry einen Brief, der von den Hauselfen und deren Magie für äußerst sicher eingestuft worden war. Severus, der direkt neben Harry saß, hatte sich heute dazu aufgerafft, gemeinsam mit seinem Kollegen und den verbliebenen Schülern das Frühstück einzunehmen. Ihm gegenüber saß Remus, der weiterhin in Hogwarts bleiben musste, weil Hogsmeade noch immer von Auroren abgeriegelt war. Vorn auf dem Umschlag erkannte Harry neben der Adresse, die mit einer Schreibmaschine verfasst worden musste, sofort eine Briefmarke, was völlig untypisch für die Zaubererwelt war, da man hier nicht frankieren musste. Man bekam beim Postamt einfach eine Eule, wenn man für sie auch nicht zahlen würde. Warum eine Briefmarke, fragte sich Harry. Es konnte sich nur um ein Schreiben aus der Muggelwelt handeln, dachte er, dem plötzlich eine Gänsehaut den Rücken hinunterlief. Die einzigen Menschen, die ihm aus der Muggelwelt schreiben würden, wären seine Verwandten. Es musste ein Brief von den Dursleys sein. Harry stöhnte genervt, während er weiterhin auf die Briefmarke starrte, sodass Severus hämisch fragte. Was denn? Haben sie etwa Fanpost bekommen, die es auf unerklärliche Weise geschafft hat, sich bis zu ihm persönlich durchzukämpfen? Für einen Moment starrte Harry seinen Kollegen fassungslos an, doch gleich darauf wurden seine Augen wieder sanfter, als ihm klar wurde, dass Severus, wie üblich, nur einen seiner sarkastischen Bemerkungen gemacht hatte, mit denen er in der Regel sehr gut umgehen konnte. Es war ihre Art der Kommunikation. Der Mann neben ihm würde immer Severus Snape bleiben, der seine Mitmenschen mit bösartigen Randbemerkungen bedachte, aber irgendwann, wenn man das Glück hatte, den Mann hinter Professor Snape erblicken zu dürfen, dann würde man seine Boshaftigkeit durchschauen können. Severus kommunizierte überall seinen Sarkasmus. Trotzdem er stichelnde Bemerkungen von sich gab, ließ er einen spüren, dass er im gleichen Moment die Gesellschaft hoch schätzte. Harry hörte aus Severus' kleinen Beleidigungen immer öfter heraus, dass er sie nicht ernst meinte. Remus und Hermine ging es ganz ähnlich wie ihm selbst, rief sich Harry ins Gedächtnis zurück. Beide hatten erkannt, dass hinter Severus' Böswilligkeiten nur selten der Drang nach Verletzung steckte. Severus war halt so, wie er war. Wenn er jemanden an sich heranlassen wollte, wurde sein Sarkasmus mit der Zeit milder, fast sogar einladend freundlich. Hermine kam mit ihrem Zaubertränkemeister gut aus. Wenn sie gut gelaunt war, benutzte sie Severus' eigene Art, um sich mit ihm zu unterhalten. »Nein«, erwiderte Harry, nachdem er endlich seine Gedanken geklärt hatte. »Schön wär's, wenn es nur Fanpost wäre.« Er strich sich über die Stirn und derweil entging Severus nicht, dass Harry seine Narbe berührte. »Es ist... Ach, ich habe langsam die Nase voll von denen«, nörgelte Harry enttäuscht klingend, und er war froh, dass ihm momentan niemand außer Severus Aufmerksamkeit schenkte. »Was haben Sie? Von wem ist der Brief, wenn nicht von einem Ihrer treuen Fans?« fragte Severus mit verhaltener Stimme, was Harry vor Augen führte, dass Severus ihn nicht ärgern wollte. Der Sarkasmus fehlte. Es war Harry mit der Zeit aufgefallen, dass es gewisse Abstufungen Severus' Äußerungen gab, denen ganz besondere Eigenarten zuzusprechen waren. So sagte Severus manchmal etwas Gemeines, aber er lächelte dabei. Nie mit dem Mund, sondern immer mit den Augen. Zumindest seitdem deren Farbe braun geworden war. Über einen hochgezogenen Mundwinkel
war sein älterer Kollege sehr selten hinausgekommen, aber die Augen stellten viele von Severus' Gefühlen zur Schau. Manchmal, wie eben, fehlte das Augenrollen, dachte Harry, das genervte Kopfschütteln oder das verachtende Schnauben. Die nasale Untermalung der Boshaftigkeit unterzeichnete oftmals Severus' Vorsatz, jemanden wirklich tief verletzen zu wollen. Die Bestätigung, dass er seine Bemerkung hundertprozentig ernst gemeint hatte, was richtig wehtun konnte. Jetzt eben, als Severus seine Verachtung über Harry und seine Fanpost geäußert hatte, da fehlte all das. Severus wollte nur kommunizieren und auf seine Art ein Gespräch beginnen, welche mittlerweile oftmals sehr nett enden konnte, doch so ein Moment war sehr selten. Severus ließ sich nur mit Bedacht auf vertraute Gespräche ein. Harry und Hermine stellten in seinem Sinne die beiden Neuen dar, die Severus auf diese Weise seine Privatsphäre hatte durchbrechen lassen. »Von den Dursleys«, antwortete Harry nach einer ganzen Weile. Mit einem Hauch Sorge in der Stimme, was Harry sehr wohl aus eigentlich garstigen Bemerkungen heraushören konnte, sagte Severus. »Ich habe von Albus gehört, dass die Dursleys ihn niemals, ob sie es verdient hätten oder nicht, wäre eine andere Sache, viel Respekt entgegengebracht hatten.« »Okay«, dachte Harry und seufzte, »das war jetzt doch etwas gemein.« Doch kaum hatte er zu Ende gedacht, da hörte er Severus fragen. »Warum also der Brief?« Das ehrliche Interesse war herauszuhören, denn Severus hatte zu Anfang durchaus bemerkt, dass ihm dieser Brief zu schaffen machte. Einmal tief durchatmend erklärte Harry ihm, »Die schicken mir immer...« Er seufzte erneut, nur viel kraftloser. Was er bisher nur Ron und Hermine erzählt hatte, wollte er jetzt auch Severus anvertrauen. »Ich habe ihnen damals von der Schule aus zu Weihnachten einen Brief geschrieben, auch wenn ich sie nicht hatte ausstehen können. Ich habe mich wirklich nett ausgedrückt und nur wenig von Hogwarts selbst berichtet, weil ich ja wusste, dass sie da in die Luft gehen würden. Ich habe einfach von mir erzählt, wie es mir hier geht, wie die Menschen heißen, die ich kennengelernt habe.« Um aufzuheitern, unterbrach Severus wieder etwas spitz und spielte auf die Zeit in der Schule an, in der sich beide abgrundtief verabscheut hatten. »Etwa auch von mir?« Severus schmunzelte, bevor er einen Schluck Kaffee nahm. »Ja, auch von Ihnen, Severus«, antwortete Harry lächelnd. »Waren nicht immer nette Dinge gewesen, aber ich habe sie als Lehrer erwähnt, aber nicht das Fach, das sie unterrichten. Das hätte ich wiederum nicht erwähnen dürfen. Ich habe meine Weihnachtsgrüße übermittelt und geschrieben, dass ich hoffe, es würde allen gut gehen. Na, wie man das halt so schreibt, ohne jemand auf den Fuß treten zu wollen. Das wollte ich auch gar nicht. Es war immerhin Weihnachten.« Harrys Lächeln verblasste nur kurz, aber dann überwand er sich und erzählte. »Sie haben mir auf meinen Brief hin eine Notiz geschickt, auf der stand, wir haben deine Nachricht erhalten. Füge dein Weihnachtsgeschenk bei«, sagte er, Onkel Vernons Stimme imitierend. Anbei lag ein Zettel, auf dem sie mit Tesafilm 50 Pence geklebt hatten. Jetzt war Severus wirklich schockiert. Seine Maske war gefallen, denn er zog die Augenbrauen zusammen und blickte ihn echauffiert an. Nachdem Harry wegen der Erinnerungen daran einmal den Kopf schütteln musste, schilderte er. »Am meisten hat mich geschmerzt, dass nicht einmal Tante Petunia wenigstens frohe Weihnachten gewünscht hat. Das wäre doch sogar ein kürzerer Satz gewesen als das, was sie geschrieben hatten. Es hat mir auch wehgetan, dass ihnen mein Geschenk nicht mehr wert war als 50 Pence. Aber dass sie nicht einmal zwei Worte geschrieben haben, nicht einmal das.« Die Erinnerung daran, unerwünscht und ungeliebt zu sein, kam wieder in Harry auf und sie schmerzte ihn. Diese Gedanken an früher beiseite schiebend, wollte Harry wieder aufgeheitert wirken und er erklärte seinem älteren Kollegen, daher belustigt. »Sie haben mir auch mal ein Papiertaschentuch geschenkt und ein anderes Mal einen Zahnstocher. Eines muss man ihnen lassen, sie haben zumindest Dinge verschenkt, die man gebrauchen konnte.« Harry lachte kurz auf, aber Severus hielt seine ernste Miene,
als er fragte: Warum öffnen Sie diese Post, wenn Sie mit solcherlei Dingen rechnen können? Mit den Schultern zuckend, erwiderte Harry: Ich weiß nicht. Die Hoffnung, dass es eines Tages ein Brief kommen könnte, aus dem ich herauslesen kann, dass Sie mich noch ein klein wenig vermissen würden. Sie haben recht, Severus. Ich sollte das gar nicht mehr öffnen und diese Vergangenheit hinter mir lassen. Und doch... Was, wenn es etwas Wichtiges ist? Es könnte ja jemand gestorben sein und das hier ist die Einladung zur Beerdigung. Ich an Ihrer Stadt würde den Brief auf der Stelle verbrennen oder besser noch, mit einem Fluch belegen und ihn zurückschicken, sodass Ihre Verwandten niemals wieder auf die Idee kommen, sich Ihnen gegenüber eine solche Frechheit zu erlauben. Severus war nicht erfreut und der Rat mit dem Fluch war völlig ernst gemeint. Ach, was soll's? Ich mach ihn auf. Mit was wollen die mir denn schon einen Stich versetzen? Ich habe nichts mehr mit ihnen zu tun und mir kann es egal sein, was sie schreiben oder schicken. Richtig? Fragte Harry und riss den Brief auf. Severus beobachtete, wie Harry den Brief entnahm und entfaltete. Es dauerte nicht lange, da faltete er den Brief wieder zusammen. Weil Harry kräftig schlucken musste, fragte Severus besorgt: Was schreiben Sie? Es war nicht zu übersehen, dass Harry von dem Brief gekränkter war als von irgendeiner von Severus' Sticheleien. Harry antwortete nicht, hielt ihm aber den Brief entgegen, den Severus an sich nahm und entfaltete, um sich selbst ein Bild von der wahrscheinlichen Demütigung zu machen. Links oben stand keine Anrede, aber nach einem freien Platz, wo sie hätte stehen müssen, sah man, wie es sich gehörte, ein Komma. Die Mitte des Blattes war komplett leer. Nur noch ganz unten, wo sich in der Regel die Abschiedsformel befand, standen zwei Worte: Bleib fern. Ganz unten klebte eine Freimarke für eine sportliche Veranstaltung in der Muggelwelt. Sie war gültig bis Juni diesen Jahres gewesen. Das war Harrys Weihnachtsgruß von seinen Verwandten. Von Menschen, die sehr gut zu wissen schienen, wie Sarkasmus in seiner verletzendsten Art anzuwenden war. Sie hatten ihm sehr deutlich gemacht, dass sie ihn verabscheuten. Anstatt Harry jedoch einfach in Ruhe zu lassen und nie mehr Kontakt mit ihm zu suchen, quälten sie ihn mit unnützen Geschenken, die dazu noch aussagten, dass er ihnen völlig egal war. Nett, oder? Fragte Harry mit Wehmut in der Stimme. Geht schon ewig so, nur vorletztes Jahr, da habe ich ihr Päckchen nicht aufgemacht und gleich verbrannt. Da wollte ich wirklich nichts mit ihnen zu tun haben. Harry schüttelte ernüchtert den Kopf. Ich glaube, es ist mein Cousin, der sich Spaß daraus macht. Meine Tante hatte früher nie eine Schreibmaschine benutzt. Vielleicht wissen sie ja gar nicht, dass ihr Sohn die alte Tradition mit den Weihnachtsgeschenken an mich fortführt. Er hat mich damals am meisten damit aufgezogen, mich wiederholt gefragt, ob mir mein Geschenk gefallen hatte. Ich denke, er war es. Schon wegen der Freikarte für den Boxkampf. Er ist nämlich Boxer. Tatsächlich? Welche Gewichtsklasse? Nilpferd, entgegnete Harry trocken. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.